Willkommen bei unseren Sommerferien-Nachhilfe-Treffens. Wir befinden uns ja, sagen wir mal, in der letzten Woche. Gehörst du bereits zu den fortgeschrittenen Nachhilfeschülerinnen und Schülern? Und was wir eigentlich immer wieder herauskristallisiert haben, ist die Notwendigkeit, in ganz praktische Situationen unseren Geist fallen zu lassen, sie nicht zu vermeiden, sie nicht mit irgendwelchen spirituellen Konzepten zu überdecken, sondern wirklich sehen, dass ein Gedankengut oder ein Gedanke oder Gedankenverbindungen als Grundlage der Situation, wie sie gesehen, wie sie wahrgenommen, angetroffen wird, dahinter steht. Und wir können ja immer wieder diese Lektionen des Tages heranziehen, um den Geist ja zu öffnen, in die Befreiung zu bringen. Das ist auch der Sinn und Zweck ganz besonders dieser Lektionen des zweiten Teiles. Wenn wir uns hier ein paar Sätze auch zu Beginn, bevor wir in praktische Beispiele eintreten, ansehen, wie sie in den letzten, nicht nur in der heutigen Lektion, in den letzten 2 Tagen auch geteilt wurden, die dasselbe zum Ausdruck brachten, oder lass uns sagen, den Geist in dieselbe Richtung lenkt. So hören wir zum Beispiel, dass wir in Wirklichkeit den Himmel nie verlassen haben. Entschuldige. Ich habe noch nicht gesprochen heute. Das sind meine ersten Worte. Und ich habe den Himmel in Wirklichkeit nicht verlassen, ist ja die heutige Antwort darauf, was wir gestern geübt haben, nämlich, dass unser Zuhause, unsere frohe Rückkehr erwartet. So gestern haben wir eigentlich auch das Zuhause erwartet mich, ich will hineilen. Es ist wirklich nur eine Geistesänderung. Das ist auch, wo wir mit diesen Situationen, die uns privat oder persönlich in unseren Geist kommen, ja hinblicken und uns darauf hinweisen, dass diese eine Geistesänderung über den Sinn und Zweck der Welt. Das ist auch die Aussage über den Sinn und Zweck meiner Gedanken. Und dass es tatsächlich darum geht und um nichts anderes. Und in dieser heutigen Lektion 227, das ist mein heiliger Augenblick der Befreiung, gibt es auch ein weiteres Eingeständnis. Am Samstag haben wir ja noch in der letzten Episode, ne, Gott ist mein Vater und sein Sohn liebt ihn, haben wir ebenso gesagt, dass wir vollbringen eine Reise, die bereits beendet ist, die nicht begonnen wurde. Ne? Das haben wir dann auch so erkennen und gesehen und verstehen können, dass dieselbe Aussage wie, okay, ich habe den Himmel in Wirklichkeit gar nicht verlassen. Und jetzt umgemünzt auf diesen Hinweis auf die Geistesänderung und den Geist, auf die eigenen Gedanken hinzuweisen, bedeutet das auch, dass ich letztendlich das gesamte Gefüge des vollkommenen Gedankens der Schöpfung zur Verfügung habe, dass es jetzt mit mir ist, dass es in meinem Geist ist. Wenn ich den Himmel wirklich nicht verlassen habe, dann muss, so wie Gott mich schuf, dieser Gedanke auch jetzt voll und ganz verfügbar sein. Und das ist wichtig, weil wir ja nicht wirklich hergehen und versuchen, hier Situationen oder Bilder zu verändern zu besseren Bildern, die wir besser handhaben und damit umgehen können, sondern weil wir mit den Bildern in die gesamte Befreiung unseres Geistes gehen wollen und müssen. Weil nur in der gesamten Befreiung finden wir Gott, finden wir die ganze Lösung zum angeblichen Problem. Und wie du siehst, es sieht zwar so aus, dass es alles ganz
verständlich ist und jeder von uns hat seine Erfahrungen mit dem Kurs über kürzere oder längere Zeit. Aber wenn wir genau hinblicken, sehen wir auch, wie durch die Hintertür das Ego reinschleicht und genau an dem Punkt rüttelt und möchte, dass hier ein Gedankengut, das wirklich geglaubt wurde über lange, lange Zeit, weiterhin wirklich geglaubt wird. Und da ist natürlich, das ist die Antithesis der Befreiung. Da findet keine Befreiung statt. Befreiung findet nur da statt, wo ich Gott zulasse, einlade, reinlasse, sein lasse und damit ja, mich überwältigen lasse, mich verschwinden lasse, wie immer wir das dann ausdrücken möchten. Und das wird im Gebetsanteil dieser Lektion 227, dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung, wunderbar ausgedrückt, dass er im dritten Satz bereits sagt, nichts, was ich getrennt von dir dachte, von dir Gott, von dir mein Vater, nichts, was ich jemals von Gott getrennt dachte, existiert. Nichts davon hat irgendeine Wirklichkeit. Nichts davon hat Existenz. Und er macht weiter. Ich bin frei, wie wir es gerade geübt haben. Ne? Bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin frei, weil ich im Irrtum war. Und das ist vielleicht ein bisschen etwas Überraschendes. Ne? Ich bin nicht frei, weil ich herausgefunden habe, dass der Irrtum nicht wirklich ist oder der Irrtum auch nicht existiert, sondern weil ich mir eingestehen kann, dass ich im Irrtum war. Weil wenn ich eingestehe, ich bin im Irrtum oder ich war im Irrtum, dann habe ich etwas, was ich als mein Selbstkonzept, als meine Selbstidentität dem Heiligen Geist anbieten kann, ihm buchstäblich übergeben kann zur Läuterung, zur Befreiung. Wenn ich meine, ich bin ja irrtumsfrei, weil ich bin ja sowieso der heilige Sohn Gottes, wenn das konzeptionell gelebt wird, dann bin ich nicht frei. Ich bin nur frei, wenn ich eingestehe, was die Grundlage meines menschlichen Handelns, Denkens, Wahrnehmens ist. Und dies in Gottes Geist auswechseln lasse mit dem, was ewige Erkenntnis und Erfahrung ist. Ich bin frei, weil ich im Irrtum war und meine eigene Wirklichkeit mit meinen Illusionen keineswegs berührte. Ich konnte das, was wirklich ist, was immer wirklich war, immer wirklich bleiben wird, nicht in irgendeiner Weise austauschen, angreifen, etwas damit machen. Es ist unberührt geblieben. Jetzt gebe ich sie auf, die Wahrnehmung, die Illusionen, und lege sie vor der Wahrheit Füßen nieder, auf dass sie auf ewig aus meinem Geist entfernt werden. Und dass diese Aufgabe kann kein menschlicher Geist für sich letztendlich erfüllen. Ich kann nur dafür arbeiten und hier Veränderungen so bewirken, dass sie zu einer besseren Wahrnehmung werden, aber ich kann sie nicht letztendlich befreien. Dafür brauche ich diese Fakultät der Wahrheit, was wir Heiliger Geist nennen, was wir Gottes Geist nennen, was wir Lichtgedanken nennen, was wir Liebe Gottes nennen. Es ist die Liebe Gottes, die diese Irrtümer, diese Illusionen, diese Wahrnehmung für uns, für mich entfernt. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Vater, ich weiß, dass mein Wille eins mit dem Deinen ist. Und wenn wir das wirklich wissen und annehmen, dann wissen wir auch, dass es für uns erfüllt wird. Und da brauchen wir uns nicht aufspielen und so tun, als ob wir es eh für uns selber machen könnten. Oder müssten. Ja, die meiste Erziehung geht ja, ich müsste es für mich selber machen. Ja. Und das wird dann Erwachsensein genannt.
Und natürlich erwachsen werden im Sinne geistiger Ebene, im Sinne der Ausrichtung mit seinem Geist, ist natürlich sehr wohl Verantwortung zu übernehmen über das, was ich sehe, was meine Handlungen sind. Aber die letztendliche Verantwortung und Verantwortlichkeit in unserem Geist ist uns zu erinnern, dass wir als Erlöser der Welt dies nicht allein vollbringen können, sondern dass wir es in dieser Ausrichtung, in diesem Kontakt mit ihm, in dieser Kommunikation mit ihm, als vollbracht, als letztendlich bereits vollbracht anerkennen. Und jetzt können wir unseren Geist wieder öffnen, ob wir hier irgendwelche praktischen Probleme oder wie es uns gerade geht. Es ist ja Wochenanfang und wir sitzen hier beim Nachhilfeunterricht. Und wahrscheinlich hat die Woche gar nicht so gut begonnen oder sie hat wunderbar begonnen, wie auch immer. Aber es ist oft so, dass sich zu Wochenanfang auch etwas aus der Vergangenheit präsentiert, entweder als etwas, was noch bearbeitet werden müsste, was vergessen wurde oder was für eine ganz, ganz lange Zeit vernachlässigt wurde und irgendwo in das Küchenregal versteckt wurde, geistig gesehen, im geistigen Küchenschrank. Und das kommt meistens dann montags auf. Ich habe heute Nacht geträumt von einer tierärztlichen Situation. Die durfte ich in meinem Unterbewussten auflösen. Und letztendlich waren so viele Tiere da und es ist ja nichts rausgekommen. Ich bin einfach nur aufgewacht. Aber es ist eine Idee in meinem Geist, die mit meiner eigenen vergangenen Berufung oder Beruf in Zusammenhang steht. Und das kommt montags dann hoch. Ne? Und natürlich kommen dann Gedanken, warum kommt denn das jetzt und so. Ne? Aber alles ist richtig, wie es ist. Und Gedanken kommen nicht zufälligerweise, sondern kommen rein und zeigen sich als Bilder, um noch einmal angesehen zu werden. Und diesmal mit dem inneren Auge des Segens, mit dieser Klarheit der geistigen Ausrichtung, dass alles bestens so in die Wege geführt und geleitet wurde, wie es geschehen ist. Und das, ja, es hatte auch etwas damit zu tun, dass ich gestern abends noch einen Artikel gelesen habe über, das war ein Forum in einer österreichischen Zeitungsplattform, die dann aufgezeigt hat und die Leser aufgefordert hat, im Forum Stellung zu nehmen, was ihre persönlichen Erfahrungen mit Tierärzten sind. Und da war natürlich von bis alles. Und da habe ich mich auch irgendwo gesehen. Wow, da könnte ich auch irgendwo heute noch sein. Ne? Und die meisten beschreiben dann halt entweder, was sie für großartige Erfahrungen haben und wie sehr sich ihre Tierärzte kümmern oder wie sie abgezockt wurden mit Tausenden von Euros. Und mein Weg war wirklich mich zu kümmern, hier im Freisein meines Geistes einen Weg herauszukristallisieren, der eigentlich immer weniger und weniger im Austausch mit der Welt oder weltlichen Geschehnissen zu tun hatte. Und natürlich hat das auch etwas damit zu tun, dass ich in dem Sinne meinen Geist nicht ausgerichtet habe, dass ich hier mit irgendwas immer für Demonstrationen oder mich zu zeigen, irgendwelche Reichtümer der Welt anhäufen oder zusammenscheffeln würde. Das war mir von Anfang an klar. Ne? Und ich habe auch nie irgendwelche Probleme mit der Idee des finanziellen Austausches gehabt. Es wird mir wirklich
immer alles gegeben. Und es sind auch hier einige im Raum, die eigentlich relativ regelmäßig mir Spenden zukommen lassen. Und in meinem Werdegang war es auch wichtig, nur mehr in meinem Geist darum zu bitten, im Heiligen Geist und es vollkommen dem Heiligen Geist zu überlassen, wen er anweist, etwas irgendjemandem zu geben oder nicht. In dem Sinne war es für mich persönlich ganz wichtig, mich da rauszuholen aus diesem Spielchen von Austausch, wie es in der Welt als Handel, ne? Es ist ein wirklicher Handel. Ne? Ich lehre und dafür bezahlt irgendjemand mir. Und ich habe das schon, wenn ich gereist bin und Events gemacht habe, sodass die Kosten gedeckt wurden, auch mit meinen einladenden Hosts so abgesprochen, dass jeder irgendetwas gibt und dass es auch irgendwo so eine Mindestvorstellung gab. Aber je länger ich eigentlich mit diesem Kurs und in diesem Kontakt mit Christus gehe und ehrlich zu mir selber sein möchte, desto weniger kann ich das überhaupt in meinem Geist Bedeutung geben oder zu irgendetwas machen, was ich brauchen würde. Ne? Sondern wo es lang geht ist, und das ist auch eine Idee, die wir in vielen Aspekten von problematischen Wahrnehmungen hernehmen, dass für uns gesorgt ist, weil er immer da ist. Und er braucht wirklich nur angerufen und gebeten werden im Geist. Und es mag wirklich so sein, dass wir auch im Persönlichen jetzt, so wie wir Situationen bereits geteilt haben in den letzten Episoden, nicht genau so ausgehen, wie wir sie uns erwünschen und wie wir möchten, dass sie ausgehen sollten. Aber der Satz ist, wir bekommen genau das, was wir brauchen. Und das trifft nicht nur zu auf das, was ich brauche in meiner Illusion von Menschsein als Teil der Welt, sondern was ich brauche für meine Transformation. Und so ist es, egal wie geartet eine Situation sich zeigt, bekommen wir individuell gesehen genau das, was wir brauchen. Und somit wird es natürlich auch zu einem Aufhebungsprozess dessen, was ich meine, wie es aussehen sollte, ne? Wo es lang gehen sollte, wie die Lösung dann sich zeigen sollte. Ja? Diesen Anteil aufzuheben, ist bereits ein Kurs in Wundern. Ja, wenn ich erlaube, dass ich nicht mehr hergehe und definiere, wie ich die Situation kontrollieren kann, ja, lebe ich voll und ganz diesen Kurs im Wundern. So, und jetzt machen wir für dich oder wer immer hier im Raum etwas sagen möchte. Die Mikrofone sind offen. Teile etwas Persönliches, wenn du magst, oder habe eine Frage dazu, was wir hier eingangs jetzt miteinander geteilt haben. Danke, danke. Hi, ich habe eine Frage, und zwar, wo wir ja gerade bei dem Thema Geld waren. Verstehe ich das denn richtig, dass ich eigentlich gar nicht mehr selber entscheiden soll, was ich brauche oder was ich nicht brauche, in Form von Gehalt oder Vergütung jetzt? Weil dann Beispiel ja, ob du was nehmen solltest für einen Beitrag, den du hältst. Kann ich das zum Beispiel auch auf meinen Alltag übertragen, dass ich gar nicht selber entscheide, was ich brauche, sondern das auch abgebe und mir dann einfach gezeigt und gegeben wird, was der Heilige Geist meint, was das Richtige für mich ist? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und ein großes Thema, das uns alle zu irgendeiner Zeit befasst oder ja, darüber nachdenken. Und es ist sicher genau so, dass wir natürlich diese Einstellung, diese Änderung in unserem Geist, genauso wie du es gesagt hast, unseren Geist so verändern können, ja, dass ich letztendlich ein Vertrauen entwickle, das mir zeigt, dass ich eigentlich eh das bekomme und ich gar nicht hergehen muss und weder mit einem Boss oder irgendwas eine Gehaltsverhandlung führen muss. Und ich müsste auch in dem Sinne nicht zur Gewerkschaft
nichts gegen die Gewerkschaften. Ne? Das müsste nicht ein Grund sein, weil die verhandeln dann für mich. Ne? Es gibt ja hier die verschiedensten Ansätze. Die Frage ist vielleicht auch, die wir hinzufügen müssen, wie kann ich zu so einem Vertrauen kommen? Wie kann ich zu so einer Einstellung kommen, dass ich dabei gelassen bleiben kann und diese Gelassenheit auch kommunizieren lasse? Und die vielleicht ein guter Ausblick ist, ich spreche auch in dem Sinne hier von meiner eigenen persönlichen Erfahrung als Teil dieses Projektes der Akademie, was dieses vegane Restaurant, die Cheese Factory ausmacht. Und das wurde von Anfang an so gesetzt und trainiert, dass wir hier Arbeit verrichten, nicht als Arbeit, sondern als Service, als Dienlichkeit. Und das hat mich schon zuerst ein bisschen geschockt sogar, aber das war ganz wichtig und wird dann zu etwas ganz Natürlichem. Ich arbeite in Wirklichkeit überhaupt nicht, ne? Sondern ich bin nur im Service. Und das im Service sein heißt, ich diene einer größeren Sache, die ich vielleicht im Moment gar nicht erfasse, wozu das dient, ne? Weil ich nicht das ganze Bild vielleicht sehe. Aber allein die geistige Einstellung, dass ich nicht in einer Arbeitssituation bin, obwohl es so aussehen mag, mit allen Vereinbarungen und Vertrag oder Unterschrift oder was immer, wie immer Firmen es handhaben, oder wenn du selbstständig bist, dann machst du das mit dir selber aus. Ne? Aber es ist eine andere Sache zu sagen, ich arbeite und verrichte diese Arbeit, um so und so viel Geld zu bekommen, oder ich verrichte diese Tätigkeit, dieses Arbeiten, weil es mir eine Freude ist und eine Notwendigkeit ist, mich zu zeigen, mich auszudehnen und in dem Sinne hilfreich zu sein für, wie immer es aussieht, die in meinem Umkreis auftauchen und sozusagen meine Tätigkeit in Anspruch nehmen. Weil dieses Hilfreichsein ist eine Aktion im Geist, die wir, so wie wir es auch lernen im Kurs, sehr wohl anwendbar ist, dass ich zur Gesamtheit in der Gänze hilfreich bin. Und zur Gänze hilfreich sein heißt, ich bin hier, damit sich das Erwachen zeigt und ausdehnt. Aus meinem Geist, durch meinen Geist, in meinem Geist und natürlich auch für meinen eigenen Geist. Und diese Ausdehnung des Erwachens als die Grundlage, das Fundament dieses Dienlichseins, dieses im Service-Seins, ist etwas, was natürlich zurückkommt und uns auch auffüllt und erfüllt. Wobei die Situationen, die entstehen durch etwas Aushandeln, immer in einer Begrenztheit bleiben. Und immer in diese Wände, in diese Zäune, sozusagen rennt man hinein und dann hat man das Gefühl, da geht nichts weiter oder ich bin nicht voll und ganz glücklich und erfüllt. Ne? Und wenn du ein Gefühl hast, dass du etwas machst, was dich nicht erfüllt und nicht voll und ganz glücklich macht, dann blick auf diesen Aspekt hin. Dann untersuche deinen Geist, wie weit du es im Austausch handhaben möchtest oder wie weit du bereits bereitwillig bist, in dem Sinne der gesamten Menschheit zu dienen. Und wenn wir der Menschheit dienen, dann dienen wir Jesus Christus. Dann sind wir, wie es die Lektion sagt, ich gehöre zu den Dienern Gottes. Ich zähle mich zu den Dienern Gottes. Also ist der Service ein Service am Nächsten oder ist das eher ein Service im höheren Sinn für den Heiligen Geist? Das ist dasselbe. Wenn ich im Service zum Nächsten bin, bin ich im Service zu mir selbst. Und wenn ich im Service zu mir selbst bin, bin ich auch im Service zu meinem wahren Selbst. Und mein wahres Selbst ist das höhere Selbst, wie immer ich Christus oder Gott bezeichne. Ja?
So, aber das wird mir dann natürlich erst gezeigt. Und das wird mir gezeigt in jedem Moment, der mich glücklich macht. Und das mag durchaus, da gibt es natürlich Jobs, da hat man überhaupt nichts mit irgendwelchen Menschen zu tun und nur vielleicht mit seinem Vorgesetzten. Und dann ist das halt, wo es sich zeigt, dass es erfüllend ist. Und wenn es natürlich ein Job ist, in dem man mit anderen Menschen persönlich zu tun hat, wozu ich persönlich neige, tendiere, weil das ein mich erfahren ist, im mich beziehen mit mir selbst, dann kann ich natürlich das noch weiter ausdehnen in die verschiedensten Aspekte, in denen ich mich dann transformativ erfahren kann. Und wenn etwas natürlich in ganz besonders in weltlichen Rahmen oder weltlichen Arbeitssituationen, die einen Rahmen bekommen haben, die mit was immer Fortschrittsdenken der Firma und so, man wird da halt eingegliedert und soll dann da, sagen wir mal, der Gewinnmaximierung etwas beitragen. Und so, das kommt natürlich ziemlich schnell zu bestimmten Stresssituationen, ne? Und das kann ich genauso haben in dieser Situation, die letztendlich aufgestellt wurde, um nur mit Kurslern zusammen etwas zu tun und sich zu erfahren, wie großartig es ist, dass man mit Kursbrüdern in einer vollkommen wundergesinnten und anderen Sphäre etwas gemeinsam machen kann. So, es kann genauso, verstehst du, es ist ja etwas, was wir ja in unserem eigenen Geist machen. Wenn ich einen Stress erfahre, mache ich ihn ja zuerst in meinem Geist. Ja? Ich will mich ja so erfahren. Ja? Dieser Gedanke ist ja davor. Ne? Und da ist natürlich ein Rahmen gesetzt oder sagen wir mal so, ein Tisch bereitgestellt, wo ich ganz, ganz viele Ideen des Kurses direkt üben und anwenden kann. Eine meiner wichtigsten Ideen ist, wenn ich nur ansatzweise in Stress gehe, dass ich mich erinnere, dass ich hier eigentlich überhaupt nichts tue. Das ist einer meiner wesentlichen Gedanken. Das holt mich sofort raus, ne? Wenn ich mich erinnere, alles, was ich jetzt sehe und was mich da so, weil Restaurant ist voll und ich soll ja überall sein, ne? Und ich erinnere mich, dass ich in Wirklichkeit vollkommen still bin und nichts tue. Da ist ein inneres Lachen, ne? Und dann geht es wieder zurück in, okay, eigentlich bin ich vollkommen okay und meine Einstellung ist sowieso die, dass ich mein Bestes gebe und wie ich mein Bestes gebe, das kommuniziert. Ja? Und dann ist auch niemand da, der sich beklagt oder was immer mehr von mir möchte. Ne? So, das ist, ich sage es jetzt nur, da gibt es natürlich viele andere Ideen noch. Aber es sind Ideen, die Kursideen sind und es sind Ideen, die wir tatsächlich in ganz diesen praktischen Situationen anwenden dürfen, um hier etwas anderes zu erfahren und zu sehen, okay, es gibt ja überhaupt keine gesetzte Situation, die schon Stress vorherbestimmt. Ne? Ich bin nach wie vor frei, damit umzugehen, wie ich es möchte. Also ich sollte die Arbeit dann eher dazu benutzen, wirklich um den Kurs zu praktizieren, um mich zu zeigen, wie ich in Wahrheit bin, ne, um die Liebe auszudehnen, um es mal so zu nennen. Und der Fokus auf Geld spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Ne? Ja, und vielleicht auch, weißt du, den Kurs zu üben oder den Kurs zu leben, ist ja auch ein Konzept. Ne? Letztendlich versuchen wir ja, das zu leben und zu geben, was wir bekommen haben. Ne? Und diese Gaben, die wir Gaben Gottes nennen, ob das der Friede, innere Friede, die Stille, die Freude, die Liebe selbst ist, diese Qualitäten, wie wir sie bezeichnen und ausdrücken, ist etwas, was wir ja mitgebracht haben. Es ist ja unser Erbe. Ja? Das wurde uns ja, diese Gaben wurden uns ja in die Wiege gelegt, in der Schöpfung selbst. Ne? So, es gibt offensichtlich im Trennungsbewusstsein des gespaltenen Geistes diese Notwendigkeit, diese Gaben hervorzubringen,
und so zu geben, dass letztendlich der Geist voll und ganz erkennt, dass wirklich das gegeben wird, was empfangen wurde. Und diese Erfüllung im Geist lässt gar nicht mehr zu, Situationen des Austausches und Handels von höher, niedriger, minder und mehr und diese Rangordnungsprinzipien, wie wir sie in der Gesetzlichkeit der Welt als vollkommen normal ansehen, sondern das wird eigentlich zu einer lächerlichen Nebensächlichkeit. Das kann zwar da sein, aber wenn es da ist, sehe ich es in meinem Geist als eine Formalität und ist in dem Sinne nichts besagend. Das, was wirklich was besagt, ist, und hier ist das Wort, das ist mein Commitment, was ich wirklich geben, bereit bin, möchte, aus meinem Herzen heraus. Und wie du richtig sagst, das sind diese Aspekte der Liebe selbst und wie wir diese Qualitäten sehen, wenn ich sie mir selbst anbiete, biete ich sie ja der Welt an. Und ob ich jetzt für einen Kunden irgendetwas mache und vielleicht irgendein Grafikdesign oder was immer mache, ist es in der Aktion, in der ich das ausdehne, dehne ich in Wirklichkeit diesen Gedanken der Liebe aus. So wie wir sagen, jedes Wort ist eigentlich voll mit der Liebe Gottes im Kurs, so wird das, werden unsere eigenen Schöpfungen, selbst unser eigenes Machwerk, was ich mache und weltlich verifizierbar ist, ist infundiert von dieser Liebe, von der ich komme und die ich hineindenke, buchstäblich. Wir trainieren es oder wir werden geschult im Kurs, als dass dies ein Gedanke des Segens ist, dass wir uns, unsere Nächsten und natürlich somit alle Dinge segnen, die ganze Welt segnen. Das ist eine Ausdehnung dieses einen singulären Gedankens. Und dies gibt uns eine Reflexion und zeigt uns auf, dass unser Commitment nicht mehr mit irgendeinem Resultat, das Vergänglichkeit aufweist, zu tun hat, sondern es ist ein Commitment, ein Ja, eine Verpflichtung zur Ewigkeit und die Ewigkeit der Ewigkeit zu geben und die Ewigkeit in die Ewigkeit ausdehnen zu lassen. Das sind wir wieder beim Commitment für die Vollständigkeit der Geistesschulung, für die Vollständigkeit erfahren im eigenen Erwachen. Und somit also ist alles unserem Erwachen. Also du meinst die Ewigkeit in dem, wie wir die Dinge tun, oder? Mit die Liebe. Ewigkeit ist der Gedanke der Liebe, den ich sozusagen hineindenke. Ja? Ja, ja. Und was das Resultat ist, ist dann nicht etwas Vergängliches, ja? Was schnell aufgegessen wird, verdaut wird und wieder ausgeschieden oder ausgespuckt wird, sondern es ist dann das Licht und diese ewige Liebe, die eigentlich reingelassen wurde und von sich aus dann ihre Arbeit vollbringt, ne, im Erwachen, in der Ausdehnung. Das brauche ja ich nicht mehr vollbringen. Wir sagen dazu, der Heilige Geist vollbringt das oder macht die Arbeit. Ne? Und so ist es auch. Okay, vielen Dank. Ja, danke. Das ist, wie wir sehen, das ist eine ganz andere Sichtweise, ein ganz anderes Niveau, wie wir eigentlich solche Alltagsszenarien neu sehen lernen können, ne? Und sollen. Weil sonst wird Unzufriedenheit am Ende des Tages oder des Lebens da sein und zu sagen, oh, ich hätte ja, ne, mehr verlangen können. Ich hätte ja erfolgreicher sein können. Ich hätte ja, ne, das Ego liebt das. Ne. Diese Ideen, was alles unerfüllt geblieben ist und was alles anders sein hätte können und wie es kommen hätte können und sollen. Ne. Und das ist
natürlich so ein Mindfuck, so ein Herumträumerei im Geist, die überhaupt nichts bringt. Ne? Weil es trotzdem ja genau so ist, wie es jetzt ist. Ne? Und da ist kein Zufall darin. Das ist, dass ich mich genau so erfahre und sehe, wo ich Teil bin oder wie ich verwendet werde. Und wenn das anerkannt wird, dass da kein Zufall ist, dann beginnt hier Dankbarkeit. Ne? Dann ist er okay, kann absolut dankbar sein, dass sich mein Leben genau so verändert hat und genau in die Richtung gegangen ist, wo ich jetzt bin. Es hätte nicht anders und nicht besser sein können. Und danke allen und jeden Einzelnen, die Teil davon waren, die mich vielleicht dahin gekickt haben oder die sich verabschiedet haben und dadurch hat sich eine Situation verändert, wie auch immer. Jeder ist Teil des erfolgreichen Anerkennens. Da, wo ich jetzt bin, da ist auch die Erfüllung, da ist die Erlösung der Welt, sagt es dann im Kurs. Okay, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Ich sehe, unsere Zeit läuft in einer Minute aus. Ich spiele uns noch eine Minute einen Song und danke dir, wunderbar, wunderbar, mal ganz was anderes, ganz eine andere okay. Richtung gegangen. Alles Liebe, ja. Hallo, ihr Zwillinge da. Okay. Roger Williams, Edelweiss. Thank you.